Herzlich willkommen, hallo und herzlich willkommen, hier ist eine weitere Folge hier in Thüringen. Ich werde jetzt rüberfahren zu der I36. Schön und sauber und repariert und alles top. Ein gut bisschen Lack könnte nochmal gemacht werden, aber das ist noch tragisch. Dann werden wir rüberfahren und die Ballen pressen lassen. Das ist der erste Traktor. Den zweiten nehmen wir vom Feld Nummer 19. Dann muss ich da mal die Ballen einsammeln. Ne? Und dann kann er da gedüngt werden und dann können wir später auch auf das Feld 36 aufdüngen, wenn da die Ballen dann auch gesammelt sind, die noch gepresst werden müssen. Ne? Hier ist die Ballenpresse, die mit Wickelkombination. Da würde ich ja im November nachher die Dinger vom Pudding haben. Das ist ja jetzt hier das nächste Ziel. Aber solange wir jetzt hier keine anderen haben, gut, von Glas wäre noch da, ne? Nehmen wir die halt mal, ne? Auf geht's, Richtung Wettenmond 36. Türen sind versorgt, Schweine sind versorgt, ich bin versorgt, Scherz. Ja, da sind schön Ballen, ne? Gedüngt werden muss dann auch gleich, sobald die Ballen gesammelt sind. So, das kann ich anders machen. War bequemerweise Zelt Nummer 36. Weil mittlerweile fehlt mir die Zeit. Etwas. Tschüss! So, Füße bahnen, ne? Tank, passt noch. Und den fahren wir selber hinterher, ne? Und dann müssen wir gleich mal hier ein bisschen Gras sammeln, ne? Grasballen sammeln, noch Grasballen, das wollen wir ja nicht abfallen werden. Überwiegend gut gemäht, muss man sagen, ne? Überwiegend. Das hat kleine Ecken und Kanten. Ach schon. Und Korb wächst, ne? Also, Gras noch nicht gewachsen, noch Unkorb. Ja, das ist ganz wichtig, dass man was üben kann. Und dann KI-Fahrer hinterherfahren, ne? Das wird das nichts. Mich? Mich alle? Mich ist alle. Dann kann ich ihn dann umstellen auf Stall-mäßig. Und da haben wir mich drin. Okay, ich fahre draußen. Große Aktion jetzt, Grasballen pressen. Auf. Ja, packt doch den schwachen Brust. Nun, die Hubmühle, geht er auch? Das war nicht. Oh, geht nicht, null. Ich habe ja den Kurs, muss ich mal kurz kopieren und dann muss ich einstellen. Und zwar links und rechts. Das muss ich ganz kurz machen, den Kurs löschen. Mähen, Fahrzeug und Schwatten. Sein. Der erste Wegpunkt. Und den fahren wir gleich mal auf der linke dann. Und ist egal, aber links. Einer muss ja links sein, ne? Da habe ich diesen Stroh stehen lassen. Und hier mal dann aktivieren. Wo hier der Anfang ist. Getreide hat er nicht da auch gesehen, ne? Also, weil man hier Raps halt noch, ey. Aber eher nicht. Ich will noch einmal Wiese. Hier. Links.
Die war ein bisschen blöd, aber okay. Soll ich wahrscheinlich hinterher nacharbeiten müssen. So. Wahnsinn, Anne kommt. Lohnzahlung, das habe ich Geld gekriegt. Baureif. So, hier das gleiche in grün. Nehmen wir mal das Buchen hier. Feldmodus. Rechts. Ersten Wegpunkt. Schauen wir mal, ne? Wissen, wo wir sind. Normalerweise ist das alles klar. Aber man weiß ja nie, ne? Also links und rechts vom Kurs fahren muss. Also am Anfang muss man so ein bisschen einstellen. So, da sind wir schon. Fahren wir gleich neben den CCB. Richtung rechts. Richtung rechts. Programmiert ist. Verband aktivieren. Und Arbeitsbreite. 10 Meter. So. C. Aktiviert. Gut, dann mal probieren, ne? Wieder anfängt. Muss ja die mittlere Bahn ungefähr kriegen, ne? Dann baut es mir irgendwie ein bisschen Fell. Ein bisschen Biss bestellen, ist mir klar, logisch. Seitlich. Ich muss ein bisschen rüber. Ja. Dann muss ich oben sehen, Kontrolle, ob das klappt. Wenn wir ja entsprechend fahren kriegt. Ich weiß zwar nicht warum, aber hier bei dem habe ich mal so, dass ich das Gefühl habe, dass ich einstelle. So, weil wir den zweiten kriegen. So. Ich kann natürlich auch mal bestellen, seitlich. Die andere Richtung. Ja. Das andere, das müssen wir hinterher nachträglich nacharbeiten. Was beim ersten Mal Anfang wieder schief ging. Ja, so nimmt alles mit. Und das andere nachher, muss man sehen, ne? Hauptsache die kommt nicht in die Quere. Die erste Bahn ist neu. Okay, nicht schlimm. Ansonsten kann er jetzt pressen. Wir werden jetzt aber keine gewissen Armeen zur Zeit. Wir werden mal sehen, dass wir immer das weggeladen kriegen. Also wo ist der LKW? Die 3 ist auch schon gemäht, ne? Vielleicht mach ich da Heu, mal sehen. Das ist ja mal. Meine Bäume. Die neu gepflanzt und die schon etwas, glaube ich, schon 3 Jahre alt, glaube ich. Schön. Arbeit im Winter in ein paar Jahren. So. Dann wollte ich gucken bei der Brücke. Bin ich neugierig, ne? Da ist der LKW, der andere blaue. So, Brücke, gucken wir ganz kurz. Ja, sieht schon gut aus. Moment. Ach, 3 Schabeln sind noch. Wahnsinn. Ich wollte gerade sagen, kommt was trocken rüber, aber. Die Felder 66 und 65 kommen in greifbarer Nähe. Alles funktioniert.
doch nicht höher. Oh. Der Sand und Kies geht weg, das ist gut. Der Stahl ist auch schon mächtig abgenommen. Fast zur Hälfte, nur fast. Milch. Milch, wo ist der Milchwagen? Den muss ich umstellen. Suchen. Das ist nicht sehr gut. Da muss er irgendwo stehen. Er ist ein Bug. Muss ja. Sonst wäre ich ja nicht wieder mal rückgang gekommen. Ne? Erstmal haben wir gedacht, ich habe mich verdrückt. Aber ja, beim zweiten Mal. Nee, ist nicht so. So, Milch. Hier müssen wir was ändern. Melan. Melan. Auffüllen, Milchstall 1. Und da haben wir auch noch Milch. Ich glaube so um die. So, 100. 70.000 rund. Da finde ich richtigen Weg dazu. Und dann muss ich gleich mal gucken. Den LKW für. Ah, LKW. Paletten. Naja, wir müssen mal sehen, dass wir jetzt Grasbahn Lade bauen, ne? Alles andere werde ich jetzt machen, Blödsinn. Wir müssen dann hier düngen. Nächste Saat, Wachstum kommt garantiert bald. Dann wäre das ganz gut, wenn das gedüngt ist. Ne? Da muss ich sehen, unten her Stroh. Die Kehre Bremse. Drei, vier. So, Grasdamm, Frühling, war vorbei. Nein, wie es kann ich auch nicht machen. Und wer da zulässt, dann muss man hier nochmal warten. Umstellen. Badebahn, Partybahn, Rundbahn. Auf geht's. 72 ging drauf. Da sind ja auch 8000 dabei. Ne? Das ist ein bisschen anders wie jetzt 4000. Runde. Fahre ich dann 140, 144 Ballen her, ne? Rein. Das ist neu. Das ist noch nie so gemacht, also eben. Ein bisschen Zügel wird ja gefunden werden. Und wieder 5, Wahnsinn. Wie gesagt, gerade gezählt. Da hier jetzt hier Freitag die Touring-Karte streamen werde, Stand heute, werde ich hier die von der Marsch zwei Folgen mehr machen, damit ich ein bisschen Luft habe für Bearbeitung von Touring-Karte, die neue, nicht neue Karte, also, neue Folgen. Da ein bisschen Reserve, da muss ich zwei Folgen zumindest aufnehmen. Bearbeiten und hochladen ist dann gleich erforderlich. Also wie gesagt, das Aufnehmen mache ich ja lieber ein Stück. Wenn es mal erforderlich sein sollte, dass ich auf Kommentare mündlich eingehen kann und will und muss, dann könnte es sein, dass ich mal anders aufnehmen werde. Also zwei, drei Folgen schicken. Aber zur Zeit halten sich die Kommentare ja noch zurück. Ist okay. Ist halt so, ne? Man klar, wäre besser für den Algorithmus, wenn viel kommentiert wird. Inhalt ist ja da nicht so tragisch. Entscheidend ist, dass Interesse gezeigt wird. Und ich kann mir ja selber nicht kaum kommentieren, ne? Das ist schwierig. Hier wird Gras liegen lassen, Mensch. Ja, da kommt hier in dem Bereich, wo er Auflag. Aber gut, der Rest ist ja im Großen und Ganzen. Entschuldigung. Ja, das ist auch ein bisschen. Das
Zwei-Ecken-Prinzip. Ist nicht liegen geblieben, also wenig eigentlich, ne? Dann stellen wir erstmal. Ja. Den Hof ab oder vielleicht zur BGH fahren. Ah, am Hof ist man, ne? Das muss man so erstmal gern. Wir geraten ein Risiko. Wenn ich dann nicht dran denke und dann eher vielleicht bei der BGH abkippe. Nimmt doch Gras. Aber wie gesagt, Gras ist nicht der finanziell der Renner, ne? Und BGH bringt wohl keine große finanziellen Errungenschaften, ne? Können wir ausmachen. Düngen muss ich hier, das ist anscheinend. Die anderen Wiesen sind auch noch gemäht werden, das sind noch zwei. So. Die 23 noch schwacken. Wir können noch so vieles machen, aber wie gesagt, eigentlich nur zu sehen ist das hier nicht so einfach. Wenn das Ballenpressen ganz gut klappt, dann können wir bald da auch wieder fahren am Ballenpressen. Sammeln. Und ja. Morgen nochmal umgeben, vorbereiten für die Ernte. Kommt sicherlich Raps, ne? Kommt garantiert. Auch bald kommen. So, haben wir den ersten Anhänger voll. Ne? Voll. Jetzt stellen wir erstmal mal durch. Ist ja gut, ne? Wie geschaffen sind wir. So. Hier links an der Halle abstellen. Und später kann ich mir noch entscheiden, ob es zu BGH geht oder so. Oder zur Silage, oder Futtermischproduktion. Nicht so ganz so dramatisch. Mit der BGH lässt sich nun mal halt kein Reibach machen, ne? Also finanziell. Jetzt habe ich eigentlich den Mächtig gezogen. Macht nichts. Bei Bahn sollen wir eh die Aus an sich nehmen. Wegen oh, Zuschauer, das soll es dann auch für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und ciao ciao. Ja, winke winke und so, ne? Wie immer, ne? Ja, morgen geht's hier weiter. Der Marsch. Ja, Ballen sammeln, ne? Halt, ne? Und düngen. Ja, ne? Und schönen Dank und reinschauen. Bis dann, ne? Tschüss.